ist das Hostel von außen aus. Das war unser Zimmer, mein Zimmer. Jo. Es hat auch geregnet heute Nacht. Bin ich sehr glücklich, dass jemand meine Wäsche abgehangen hat. Sonst wäre mein Pulli jetzt wieder nass. Also diese stechende Gänsehaut ist größtenteils weg. Ich hatte mir heute Morgen beim Aufstehen noch ein bisschen Kopfschmerzen von dem Magenturbulenzen. Aber sonst gut erholt, denke ich. Zweiter Anlauf für die Botschaft von Guinea. Ich habe ein vielversprechendes Foto auf Google Maps gesehen, dass das vor 11 Tagen die Botschaft zeigt. Warten auf den Bus. Jawohl, das ist die Flagge von Guinea. Da gibt es keinen Eintritt für kurze Hose. Wo kriege ich jetzt eine lange Hose her? Also dafür, dass ich nächstes Mal mit Hose komme, hat er mich jetzt reingelassen. Vielleicht grüßen. Also ich habe hier auch Alina und Max getroffen in der Botschaft gerade. Sie haben auch gerade ihr Visum noch beantragt. Sie erfolgreich, ich nicht, weil ich das in Deutschland schon online mich darauf beworben habe. Und die das jetzt hier nicht verarbeiten können, aus welchen Gründen auch immer. Sie sind mit diesem Auto hier unterwegs und schlafen oben auf dem Dachzelt. Und ist leider kein Platz mehr frei für mich. Ist leider voll. Sonst wäre ich gerne noch mitgekommen. Aber wir hätten dich auch gerne mitgenommen. Ja, viele. Ja, also wie gesagt, ich gehe jetzt hier ohne Visa wieder raus. Die meinten, ich kann mal einfach mich nochmal bewerben für ein Visum. Aber dann muss ich halt nochmal bezahlen, 80 Euro. Statt rauszukommen, werde ich jetzt mal die Bahn ausprobieren. Hier bin ich nämlich am Gare de Dalifort. 1.500 Franken. Auch eine schöne Bahn. So, ich begebe mich jetzt zur Autobahnauffahrt. 1,7 Kilometer von hier. Hinter mir der Bahnhof von Jamnia Jo. Das ist die Endhaltestelle der einzigen Linie hier. Ich dachte vielleicht, man könnte noch weiter ins Land hineinfahren, aber das geht nicht. Das ist so 30 Kilometer außerhalb von Dakar. Hier haben wir die Auffahrt. Da werden schon ein paar Tramper mitgenommen. Also das haben mich jetzt Baba und Kati mitgenommen. Und Baba ist der Manager von... ist der Manager von Kumba Gaulo, das ist eine senegalesische Musikerin, die auch nächstes Jahr vielleicht in Deutschland auftreten wird. So, die ersten zwei Autos waren schon mal kostenlos heute. Das stimmt mich sehr fröhlich. Mal gucken, wie es weiterläuft. Hier ist aber jetzt auch wieder die Autobahn zu Ende. Deswegen begibt man sich jetzt hier wieder unter das gemeine Volk. Ich bin jetzt bei Usman ins Auto gestiegen. Yeah. Okay. Cool. Merci beaucoup. Pull. Wir sehen Pull. Pull. Yes. You Pulla. Yeah. Okay. Jarama. Jarama, ça va. Jarama. Noël de. Jarama Ataya. Jarama Usmani. Okay. Jarama Usmani. Wir haben es jetzt schon 60 Kilometer weiter geschafft. Aber es ist mies am Regnen. Meine neue Ausrüstung anwenden. Wir sind jetzt hier im Saloum-Delta. Hier wollte ich eigentlich campen. Aber angesichts der Tatsache, dass die Bäume hier nicht so nah aneinander stehen, der Kollege schon bis nach an die gambische Grenze fährt, fahre ich jetzt auch mit nach Gambia. Vor uns die kostenpflichtige Nelson Mandela Brücke. Zu unserer Rechten das Wildlife Reservat Fatala.
Da habe ich auch kurz in Erwägung gezogen, ob man da wohl vielleicht nächtigen kann. Aber da gibt es wohl auch Löwen und Giraffen und Hyänen. Das ist jetzt Karang, die Grenzstadt. Und da hinten ist auch der Grenzposten schon. Ziemlich viel Trubel. Also, mal schauen, wie sich das hier abspielt. Soll eigentlich schnell gehen. Ich hoffe, ich muss keine 200 Euro bezahlen wie der Pakistani aus meinem Hotelzimmer. Also hier ist auf jeden Fall auch zwischen den Grenzen reges Treiben. Ich weiß gar nicht, zu welchem Land das mir jetzt hier gehört. Ich bin jetzt nämlich aus Senegal schon draußen. Und da kommt der Gambische ganz kurz. So, das ging zack, zack, fix, schnell. Ich bin jetzt schon drüber. Hab's jetzt schon ein Taxi geschafft. Es geht für 100 Dalassi, 80 Dalassi an den Gambia-Fluss. Beziehungsweise an die Küste. Sehr schön. Ja, was ist passiert? Der Taxifahrer hat mich in zu sich nach Hause eingeladen. Boubacar. Es ist unglaublich. Ich habe ihm erzählt, dass ich noch zwei Bäume suchen möchte, wo ich meine Hängematte dann aufhänge. Und dann hat er mir erst vorgeschlagen, ich kann vor so einem Laden schlafen am Boden. Aber weil meine Luftmatratze ja kaputt ist, kann ich nicht am Boden schlafen. Und dann hat er mir als zweites angeboten, einfach mit zu sich zu kommen. Und da sitze ich nun. Er ist jetzt wieder an die Straße, bisschen Geld verdienen noch. So zwei, drei Touren bis zur Grenze und zurück. Boubacar ist auch gerade aus Katar wiedergekommen. Da hat er auch gearbeitet. Aber als Taxifahrer hier verdient man wohl mehr als in Katar als Bauarbeiter. Jetzt erstmal ein kleiner Fernsehabend. Boubacar und ich gehen jetzt vor dem Schlafen gehen nochmal Kaffee trinken und Tee trinken. Leider, it's very dark. Ja, so, very dark. Aber das ist Boubacar. Willkommen. Der Tee ist schon fast leer. Guten Morgen in Baja. Die Mama hat gerade zwei rausgebracht, aber zwei sind noch da. Hallo. 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 Ich bringe sie jetzt zurück zu den Geschwistern. Zur Dusche. Also zum Frühstück Schoko-Baguette mit Tee. Café Tuba, meine Damen und Herren. Jawohl. Jetzt nach der Market von Barra. Hier ist die lokale Werft. Da liegt das Holz für die Boote, die hier vom Stapel laufen. Ein neues Obst ausprobieren. Das nennt sich die Salumpflaume nach dem Fluss, den ich überquert habe gestern. Schmeckt ein bisschen nach Mango, aber ziemlich sauer. Also wird nicht mein nächstes Lieblingsessen. Hier haben wir den Blick nach Banjul rüber, in die Hauptstadt. Da ist jetzt gerade noch mehr Boote, die sind zum Fischen, wie man da sehen kann. Manche werden repariert, manche sind schon kaputt, abgestellt.
Das wird ein neues, glaube ich. Was ist das hier? Drei Tipps kann man abgeben. Hier haben wir die Rochen. Okay, ja, ja. Smoke weed every day. And the food, the rice. Yeah. Very nice. That's the neighborhood. The neighborhood, yes. Wir nähern uns jetzt Fort Ballen. Built by the British. Ja, von den Briten hier errichtet zur Verteidigung. Das ist leider zu. This is video, not Ja, yeah, you can fix it. At the die katarische Aufenthaltsgenehmigung. Für die Überfahrt, die jetzt ansteht, werde ich nicht die Fähre nehmen, die da hinten kreuzt, sondern solche kleinen Boote. Und um da hinzukommen, wird man Huckepack getragen auf den Schultern. Kommen noch Passagiere. So, wir befinden uns bereits auf dem schnellen Boot. Wir könnten noch schneller fahren, aber dann würden die Kunden nass werden und das macht man nicht, weil wir Respekt vor den Kunden haben. So wurde mir das gerade geschildert. Finde ich auch absolut richtig. Hier haben wir den riesig breiten Gambia-Fluss. How many kilometers from this side to this side? 7 kilometers. That's far distance. 7 kilometers. That's incredible. Ein türkisches Frachtschiff. Der Hafen von Banjul. Und da legen wir an. Mein Willkommenskomitee in Banjul. Ja, von Gambia. Hallo. Warten auf den Bus an einer Bushaltestelle. Das ist der Präsident von Gambia. His Excellency, Commissioning of 70 New Public Transport. Alles klar. Zur linken Seite das gambische Parlament. Eine Prachtbaut. Meine Hände sind irgendwie ziemlich rot. Ich glaube schon 6. Angekommen in der Garage von Brikama. So nennen sich hier die Busbahnhöfe. Und ich suche jetzt den Bus Richtung senegalesische Grenze. Also das ist mein Ticket an die Grenze. 1845 für 70. Dalassi für mich und 75 fürs Gepäck. Grenze. Nächstes Taxi. So, das bin jetzt in Tobor. Und hier werde ich diese Nacht das erste Mal meine Hängematte ausprobieren. Bis nach Siging Shore sind es morgen nur 10 Kilometer über den Casamance-Fluss. Und da geht es dann auch zum Konsulat von Guinea. Also ich habe jetzt hier mal einen Herrn gefragt, der vor seinem Haus gesessen hat, ob ich durch sein Grundstück an den Fluss kann, weil die anderen Grundstücke, da beim anderen ist irgendwie ein Zaun vor, da kommt man nicht gut durch. Ja. Aber ich soll jetzt hier warten und die organisieren irgendwas für mich jetzt. Das Mädchen ist gerade mit einer Taschenlampe los und der alte Mann jetzt noch hinterher. Me speak Français. Okay, Français. C'est pas grave. English, un peu, I speak English. Attends. Moskito-Lex aufhängen.
Spinne mit nur 6 Beinen. So, hier nächtigt der Wächter von der Schule. Auch nicht schlecht. Ja, was soll ich sagen? Ich wurde dann in die Schule verfrachtet. Das Gebäude, wo ich meinte, dass man da nicht durchkommt, was abgesperrt ist. Es hat gerade einen Wächter, weil gerade Ferien sind. Aber pennen kann man hier. Und jetzt zeigt er mir noch den Kühlschrank oder so, hat mir schon die Brunnen gezeigt von der Schule. Und das Klo war auch schon ganz nett. Wo diese 6-beinige Spinne zu finden war. Hier ist noch das Büro. Examen. Was ist les élèves, tout ça là. Troisième classe. Troisième, quatrième, sixième, troisième. Ah, okay. Voilà, il y en a beaucoup. Ça va. Globus. Ça va, tu vois. Le monde. Das ist noch das Lehrerzimmer. Gesprächsraum und hier ein Kühlschrank. Hier noch seine Hühner, die er sich hält. Und die manchmal gegessen werden. Also, wir kochen uns jetzt noch zusammen Couscous. Ich weiß nicht, wie man das macht, aber er hat eine Idee. Und geht noch in den Topf holen. Also. Einfach mit Wasser? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist das Einzige, was man hier in einem Dorfladen noch kaufen konnte. Sonst gab es nämlich nichts. Außer Kekse und Milch. Also Wasser kochen und dann darüber schütten. Also der Couscous fertig mit Wasser und Milch. Merci beaucoup. Abel, das ist der Hausmeister.